Hallo und herzlich willkommen zu Immortals Phoenix Rising, dem nächsten Part dazu. Wir sind hier, jo, wo wir aufgehört haben, welch Wunder, und müssen hier, hol dir einen Teil der Schwingen, indem du die Sternenbild-Herausforderung im Observatorium beendest. Dort soll man noch hin. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, ob ich das noch so richtig auf dem Schirm habe, ob das so passt. Ja, da sollen wir rechts hin und dann kommen wir wahrscheinlich aus diesem Tutorial-Gebiet hier raus. Man könnte sich noch einmal komplett umsehen. Ich hoffe, weil es ja ein Teil der Schwingen ist und so ein Kram und eine epische Truhe da noch ist, dass wir dann fliegen können und dann können wir natürlich hier nochmal alles absuchen und so. Da gibt es auch noch so eine Bogenherausforderung, das könnte man schon alles hier noch machen, dass wir halt dieses Startergebiet da, sage ich mal, irgendwie komplett abschließen. Ich muss mal gerade gucken, ob es da irgendwie eine Prozentanzeige gibt oder sowas. Gibt es da sowas? Legende? Zoomen, steht da irgendwo was? Überlese ich was? Womöglich, ne? Da kann man noch irgendwie durchklicken. Ich weiß es jetzt nicht. Das müsste ich mal in der Aufnahmepause mal angucken. Jo, machen wir einfach mal so weiter. Keine Ahnung. So, brettern wir mal. La la la. Aber bis jetzt läuft es ja eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben schon coole Sachen freigeschaltet. Konnte Phoenix die Armillarsphäre sehen? Armillaris Sphari, was? Sie zeigt den Orbit der Planeten und... Ach, weißt du was? Vergiss es. Die sind doch bescheuert, oder? Wie die Story da gemacht haben oder die Dialoge. Echt cool, irgendwie. Was ist das da? Ja, ich weiß, du willst mich angreifen. Und ich baller hier mal der krasseste Pfeil raus, der dir voll Damage macht und so. So, hier und nochmal. Kriege ich eigentlich super viel Erfahrung durch diese Viecher da? Ich weiß es nicht. Frei zu schießen ist gar nicht mal so leicht. Schwere Attacke, mach doch was. Aha, jetzt. Danke. Jo, 7 Erfahrung oder was das auch immer ist. Egal, gehen wir mal weiter. Headshot. Sehr schön. Weiter ausweichen. Nächster Schnellschuss da oder gezielte Schuss, wie auch immer. Das ist schon ganz geil. Also damit könnt ihr die halt schön vom Himmel holen, ne? Eventuell gibt es dann irgendwann auch noch einen Bonus-Damage darauf oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. So geht das eigentlich wunderbar einfach. Ja, da müsst ihr nicht groß rumzielen oder warten, bis die in den Nahkampf kommen oder so. Könnt ihr zumindest mal ordentlich anhitten, nennen wir es mal so. Ich treffe den hier nicht, oder? Ach, ich habe keine Ausdauer. Gott, ist das schlecht. Ah, jetzt so ein bisschen. So, leider noch nicht im Stacker. Jetzt wäre er im Stacker gewesen, aber der ist irgendwie auch beendet. Ah ne, der ist doch nicht beendet. Da liegt er ja noch rum. Und da könnte ich was auf dem Dach finden. Fragte er sich, ob die Sterne eines Tages auch seine Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Das Ding da wurde uns ja am Anfang sehr angepriesen, da auf dem Dach. Also gucken wir uns das mal an. Also in der ersten Folge. Ah, das ist auch diese Erfahrungswährung. Oh, aber etliches. Sehr geil. Ja, das ist so das Tutorial-Gebiet, das Anfangsgebiet, wie auch immer. Ist schon cool gemacht, wirklich. Gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So, jetzt gehen wir mal rüber. Hier sollen wir ja irgendein Rätsel lösen oder was. Irgendwas machen. Ist da drin noch irgendwas? Was ist das Blaue da? Kann ich das irgendwie anziehen? Nö, ist irgendeine blöde Kugel. Was auch immer. Immer schön die Basen zerschlagen. Man könnte ja wertvolles Gold oder was auch immer da drin finden. Da oben gäbe es noch Pilze. Hier gibt es was auch immer. Da könnte ich auch eventuell eine Kugel anziehen. Diesmal kann ich das. Oh, das war zu weit, glaube ich. Kann ich die werfen noch? Moment. Nein. Naja, kann ich nichts machen, außer die blöd... Ach, keine Ahnung, ey. Ah, da ist noch was zu machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache. Ich mache mal irgendwas. Ah. Was soll das jetzt? Moment.
Bin ich hier überhaupt richtig? Also ist das sinnvoll, was ich da gerade mache? Also ich kann hier diesen Hebel ziehen, kann dann, da kommt ein Energiefeld. Macht das irgendwie Sinn? Ja, ich könnte hier vorbei halt, ne, am Energiefeld. Dann hier rein. Und die Sache regeln, oder was? Jetzt bin ich hier drin. Kann das hier reinmachen. Traumhaft. Und jetzt komme ich zur Kugel Nummer 2. Yay! Und jetzt kann ich was machen? Den hier öffnen und schließen. Achso, und jetzt habe ich einfach zwei Kugeln. Jetzt kann ich die Kugel hier auch mit rausholen und kann damit das Rätsel da unten lösen, oder was? Und die andere Kugel logischerweise auch, weil es jetzt generell geöffnet bleibt. Und da unten brauche ich, glaube ich, mehrere Kugeln. Um an das fehlende Flügelstück zu kommen. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Beere. Alles in allem ein guter Abend. Ja. Rätsel haben wir gesehen, Kinder leicht, kriegen wir hin, ne? Holen also die Kugel mit hier runter. Es ist da so ein Feld aufgezeichnet, so müssen wir halt die Kugeln reinlegen. Es ist jetzt nicht sonderlich schwer, so wie ich das sehe, außer es wird irgendwie noch spiegelverkehrt werden oder sowas, aber ich glaube da nicht dran. Jo, ne, ganz easy. Einfach da reinlegen, das war's. Ah, ich hätte sie doch werfen können, die Kugel. Fällt mir gerade mal auf. Hm, egal. Alter, Physik. So kann ich die einfach so rausschieben. Ach, egal. Moment mal, wir brauchen viel mehr Kugeln. Was ist denn das jetzt? Noch zwei Kugeln. Wo kriege ich noch zwei Kugeln her? Help! Das könnte jetzt überall noch sein. Oder einfach auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich, ne? Also wir brauchen noch zwei Kugeln. Oder da oben oder wo auch immer. Hier scheint auch wieder ein Rätsel zu sein. Also gehen wir mal hier drauf. Wir brauchen einen Helm. Ah ja, okay. Ja, doppeltes Feuer, ne? Nehme ich mal an. Doppeltes Feuer am Start. Muss ich den jetzt anziehen? Nö, das war's schon. Runter damit. Ja, da ist wahrscheinlich oben noch ein Rätsel und das war's. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. So, hier drauflegen. Noch eine blöde Kugel. Und eine epische Truhe, die noch irgendwo rumfliegt, wie auch immer. Da ist nur die Frage, ob diese epische Truhe jetzt diese Flügel beinhaltet oder ob das nochmal separiert irgendwie dargestellt wird. Das müssen wir halt mal sehen. Oder werden wir gleich sehen. Ich gehe mal kurz hier hoch. Könnte ja auch noch was sein. So, von diesem blauen Erfahrungszeug haben wir ja schon relativ viel. Da könnten wir so hoch noch irgendwie. Ja, müssen wir mal gucken. Was ist das Blaue überhaupt nochmal? Das müsste ja auch da irgendwo stehen. Moment mal. Hat er sich gerade abgelegt. Hat ein bisschen Schaden genommen, glaube ich. Was haben wir da? Blaues Zeug hier, das da. Blaue Adamantscherben. Achso, hiermit kannst du Waffen und Rüstungen verbessern. Bla. Kann ich das direkt hier im Inventar irgendwie? Nee, ne? Ausrüsten, Anpassungen. Keine Ahnung, kann man die optisch wahrscheinlich anpassen oder so? Ich weiß es nicht. Kann alles mögliche jetzt sein. Was ist das hier? Ausdauer 4. Und das hier, was auch immer. Lebenskraft oder so. Ne, Lebenskraft müsste hier unten sein. Moment. Steht für Phoenix Fähigkeit, Schäden auszuhalten. 6 Gesundheit. Oder 6 brauche ich, um Gesundheit aufzuwerten, oder was? 6 Adamant oder... Ne, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Wie hieß es? Ambrosia Adamant. Naja. Relativ nah dran. Ja, das werden wir uns mal noch ansehen. Weiß ich jetzt alles. Kann ich noch nichts damit anfangen. Ist jetzt alles noch zu neu, zu frisch. Ich denke, da oben gibt es noch ein Rätsel. Jetzt hier rechts oder sowas. Oder hier oben. Ne, da oben kann nichts sein. Also hier rechts. Und da ist, wie gesagt, diese Truhe hier irgendwo. Die ist vielleicht auch hier einfach oben. 23 Meter in der Luft. Ja. Jo gut, dann laufen wir noch ein bisschen hoch. Soweit ich hochkomme, laufe ich natürlich hoch. Soll es hier oben noch so eine Kugel geben? Man weiß es nicht. So, die Truhe. Scheint wohl da hinten zu sein oder so. Hier irgendwo wird sie angezeigt. Hier ist irgendeine goldene Tür oder ähnliches. Keine Ahnung. Es könnte auch da sein.
Wo bin ich hier? Was mache ich? Und wo ist die Truhe hin, die mir eben noch angezeigt wurde? Da ist sie doch. Da ist eine Truhe. Ist das eine epische Truhe? Ganz sicher, oder? Epische Truhen haben immer Ausrüstungszeug, oder was? Neue Ausrüstung. Brustplatte des Soldatenmuts. Sehr nice. Ja, hier können wir noch irgendwas machen. Ja, gucken wir uns mal die Brustplatte an. Ja. Brustplatte des Soldatenmuts. Ach so, Moment mal. Hä? Hatte ich überhaupt jetzt... Ja, das Ding hatte ich an, ne? Robe des Neu-Olympias. Das ist genau... Ich habe ja auch den Helm. Oh, Betäubungsdauer 40. Das ist natürlich genau mein Ding. Was ist hier? Ausdauerverbrauch mit der Zeit und Ausdauerfelder dazu. Ist natürlich auch nicht schlecht, halt zum Klettern und so. Sieht auch ganz cool aus. Ich bleibe aber bei der Rüstung. Ein Gesundheitsfeld plus 40% Betäubungsdauer passt zu meiner jetzigen Ausrüstung, sage ich mal. So, was haben wir hier Schönes? Also das Ding da. Das geheimnisvolle Gefäß, Krug des Aiolos, gehörte Aiolos dem Herrscher der Winde. Ja, soweit so klar. Da oben, oder hier wo wir jetzt sind, wie gesagt, können wir dann bald noch was auslösen, gehe ich mal von aus. Was ist, wenn ich hier jetzt so einen Pfeil durchballere? Geht das überhaupt durch das Gitter durch? Das geht tatsächlich? Ja, interessant. Da können wir sicherlich so irgendwas auslösen. Da hinten ist auch irgendwie Feuer. Wo man das Feuer ab... Ja, aber ich kriege das von der Kurve nicht hin. Aber von der anderen Seite könnte das durchaus funktionieren. Von der Flugkurve ging das jetzt schlecht. Ja, Fallschaden nimmt da so ein bisschen. Das hier sieht aus, als ob man es aufbrechen könnte. Tatsächlich. Sehr schön. Hallöchen. Was mache ich jetzt hier überhaupt? Was ist passiert? Was ist passiert, wenn ich da drauf gehe? Nichts. Da unten ist eine Kiste. Achso, da geht es darum, das zu öffnen irgendwie. Moment. Also schießen wir hier durch. Hat schon mal nicht funktioniert. So. So, hier durch. Dreht sich das Ding erst jetzt und hat sich vorher nicht gedreht? Kann das sein? Das kann durchaus sein. Das Teil da oben, oder? Es geht hier um den hier. Genau. So ist es. Wir haben was ausgelöst, ein Rätsel gelöst, was ich eigentlich noch gar nicht wollte. Egal. Sehr schön. Helm des Soldatenmuts. Das ist das Ding jetzt, was zu der anderen Rüstung da passt, ne? Wo wir gerade die Rüstung davon gefunden haben. War doch so, oder? Ja, Brustplatte des Soldatenmuts geht auf Ausdauer. Helm des Soldatenmuts, lassen wir uns mal raten, geht auf Ausdauer. Nee, Schwert mit Schaden oder auch Ausdauerzuwachs durch Treffer mit Schwert. Nee, da finde ich so Axt, Betäubungsschaden und Schaden generell irgendwie geiler. Sieht ganz nice aus, wenn man es denn angewählt hätte, dass man es sichtbar hat. Moment, hier, jo. Nee, aber ich bleibe bei dem Helm dann. Gut, alles klar, da wissen wir Bescheid. Ein bisschen Ausrüstung gefunden. Könnte man upgraden, kann für den ein oder anderen Einsatz schon sinnvoll sein. Wo ich viel Ausdauer brauche oder sowas, wird dann sicherlich nicht schlecht sein. Was habe ich da oben jetzt nur ausgelöst? Ich habe das jetzt gelöst, das Rätsel da. Was soll der Quatsch jetzt hier? Das Ding hat sich gedreht, dreht sich nicht mehr, wie auch immer. Ich habe unten, glaube ich, irgendwas übersehen, ne? Relativ safe. Also ich hätte dürfen noch gar nicht hier hoch, in Anführungszeichen. Das Rätsel hier haben wir, wie schon gesagt, gelöst. Ist die Frage, ob es von der anderen Seite da noch irgendwas gibt. Ob ich irgendwo eine Kugel übersehen habe. Dann müssen wir die Kugel noch unten reinmachen und dann geht es vielleicht weiter. So irgendwie wird es sein. Also bei dem Rätsel da noch irgendwo einpflegen. Ich bin an irgendeiner doofen Kugel vorbeigerannt oder sowas. Hätte ich können einfach die Tür öffnen? Nee, das wäre nicht gegangen. Also man muss dann hier tatsächlich die Mauer aufkrachen da. So, weiter nach oben komme ich höchstwahrscheinlich nicht. Wäre trotzdem interessant. Moment, ich probiere es mal. Vielleicht mit den Pilzen dann nach oben zu kommen. Was ist, wenn ich da lang gedrückt halte? Haut er sich dann so ein Pilz rein, ja. Da habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. Seht ihr das? Die tickt dann wieder ein Ticken nach oben. Aber sie geht immer weit und schneller nach unten. Gib Gas, Junge. Hallo? Abstoßen. Ah, so geht das dann. Na, schafft aber nicht. Egal. Okay. Müssen wir vielleicht fliegen oder sonst was? Keine Ahnung. Ich habe jetzt ein paar Pilze verballert. So, da gibt es noch Pilze. Ja, dann gehen wir mal runter, holen uns die Pilze hier mit, die hier überall sind.
Brauche ich ja wieder unsere schöne Ausdauerpilze. Anscheinend kann man auch nicht mehr wie 20 mitholen, oder was? Oder war das jetzt rein zufällig, nur dass wir genau an der Stelle waren? Ich weiß es nicht. Blauer Pilz, ne doch, geht mehr als 20, alles klar. So, das haben wir gelöst, das Rätsel. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, wo wir noch so eine doofe Kugel daher bekommen. Irgendwo habe ich eine Kugel übersehen. Doofe. Achso, und dann könnte ich wahrscheinlich eh hochfliegen und... Ja, oder ich kann einfach das hier aufheben und dann an eine Stelle von der Kugel setzen. Kann das sein? Nicht so ganz, ne? Aber warum ist das Ding hier? Das ist die andere Frage. Kann ich da was lesen? Nö. Dumm rumschlagen, auch nicht. Das Ding kaputt schlagen, der Stein da kaputt schlagen, macht der... Ja doch, ich könnte noch weiter kaputt schlagen. Macht das irgendwie Sinn? Nein. Da unten ist noch was. Habe ich das übersehen hier? Da ist noch eine Kugel, ne? Das sehe ich doch richtig. So, wie kriegen wir die Kugel hier raus? Indem wir hier einfach die Wand kaputt schlagen? Ja, gibt's. Habe ich schon rausgefunden, danke. Aber die andere Frage ist, gibt's hier noch irgendwas zu finden? Tatsächlich, sehr schön. Was sind die lilanen Teile da? Weiß auch kein Mensch, ne? So, Tür werden wir nicht aufbekommen. Was sind das lilane Teile? Wie heißen die wieder? Ich muss mich immer irgendwie dran... Oh, die waren sogar wichtig. Lila Adamantscherbe. Hiermit kannst du Rüstungen und Helme verbessern. Jo, alles klar. So, hier rein. Kugel holen, das war's, oder? Das ist sogar die leichteste Kugel letzten Endes. Oder auch nicht. Ja, das Ding hier unten schieben einfach nur. So, dann fällt das Ding runter. Kann ich das noch weiter schieben? Nee. Alles klar, Kugel mitnehmen. Super easy. Ja, die einfachste Kugel einfach übersehen, wie immer. Zuerst den schwierigen Weg gegangen. Aber egal, jetzt müssten wir eigentlich unsere besseren Flügel bekommen und jetzt müssten wir fliegen können, nehme ich mal an. Und da kann ich auch auf das Dach da oben fliegen, dann dürfte sich die Welt doch krasser öffnen. Aber vielleicht täusche ich mich auch, keine Ahnung. Guten... Jo, gib her, ich hätte gern Flügel. Charons Münzen. In den Sternen. Löse das mystische Sternenbild-Herausforderung-Dings. So weit und so fort. Bla. Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen, möge ich dich wiedersehen. Ikaros. Das sind die Schwingen des Daedalus. Er muss auch alles hier erbaut haben. Die Tempel und so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so seinen Sohn zu verlieren. Ich habe das Flügelstück und Aiolos Krug aus dem Tartaros. Nun muss ich nur noch diesen Fremden beim Observatorium finden. So ist das. Kann ich jetzt irgendwie fliegen? Ich habe Ikaros nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ob ich jetzt fliegen kann, wann ich fliegen kann, was ich da zu lösen habe, keine Ahnung. Da oben ist noch so ein Pilz, den holen wir natürlich mit. Weil ohne Pilze geht ja gar nichts. So, einsammeln, runterfallen, das war's. Jo, macht auf jeden Fall immer noch mega Laune, ist richtig cool, Story geht cool voran, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, welche mächtigen Fähigkeiten wir noch bekommen, welche Ausrüstung wir noch finden, ist auch cool aufeinander abgestimmt, vielleicht gibt es da noch Set-Bonis und so weiter, bin ich echt mal gespannt. Jo, ich wünsche euch was, wir sehen uns im nächsten Part, haut rein, bis dann, ciao.